Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Grounded mit Voucher und mit unserem Nerdalterle. Schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal ganz unverhohlen rüber. Scheiße, falsche Richtung. Und schauen uns mal den Mixer an. Wie steht er überhaupt? Wie ist die Location? Dann fangen wir an, den einzubauen. Wir haben jetzt 12.21 Uhr. Ich nehme an, dass ich nochmal daheim penne. Und dann gehen wir morgen früh rüber, machen den Mixer. Und wenn alles irgendwie halbwegs klappt, sollten wir heute in der Lage sein, im schwarzen Ameisenlabor uns den Loot zu holen. Ich bin sehr gespannt. Was wird uns da oben erwarten? Ich könnte mir vorstellen, dass da uns alles erwartet. Also die Tiger-Moskitos sind nicht weit. Und wahrscheinlich wieder die Ameisen, schätze ich mal. Roly-Polys könnten kommen, also die Asseln. Und wenn wir ganz viel Pech haben, noch was Größeres. Vielleicht ein Nashornkäfer, vielleicht aber auch die Wanze von da hinten. Ich würde sagen, wir sollten uns auf alle Eventualitäten vorbereiten. Wir gehen jetzt gemeinsam rüber, jetzt genießen wir das. Letzter Supermixer, dann haben wir es alle gemacht. Ich hoffe natürlich, dass wir da die Möglichkeit haben, den schön einzubauen. Ich habe vor, tatsächlich, weil die Tiger-Moskitos hier in der Nähe sind, ich habe vor, da ein richtig schönes Dachhaut drauf zu ziehen. Also nicht schön, sondern irgendwie so ein, zwei Lagen Dach sollte man da drauf bauen. Könnt mir vorstellen, dass uns das mit Sicherheit Zeit verschafft, falls wirklich welche kommen. Ne? Ansonsten habe ich auf jeden Fall gehört, dass es der schwierigste sein soll von allen. Ah ja, die letzten waren schon irgendwie knapp halt. Ne? Wenn ich nochmal zurückblicke, durch die Defense, die wir aufgebaut haben, haben wir die geschafft, weil uns die ein bisschen Zeit verschafft hat. Ihr habt ja gesehen, wie die auf allen Seiten angegriffen haben. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Vor allem bin ich gespannt, ob ich ihn nochmal wiederfinde. Der müsste irgendwo da hinten sein. Wenn wir ganz viel Pech haben, kommt noch so eine gammliche Spinne, weil die haben auch ihren Stützpunkt hier. Wer hat mich denn jetzt schon wieder gesehen? Ihmchen hier. Ja, dann komm hier vor. Hallo? Gut, dann nicht. Dann natürlich nicht. Jetzt weiß ich auch, warum ich ständig mit den Larven im Clinch liege. Weil die überall sind, weißt du? Du kannst gar nicht spielen, ohne dass du über eine drüber stolperst. War der da vorne oder da hinten im Eck? Naja, vielleicht kommen auch die. Aber mit denen hätte ich jetzt am wenigsten Probleme, ne? Mit denen käme ich noch klar. So, hier ist ein Donut. Ich glaube, hier war der irgendwo, Leute. Den haben wir aber noch nicht wirklich entdeckt. Doch, da hinten ist er. Wir haben den mal gesehen. Und da kommt schon der Josh. Aber für den Josh nehme ich auf jeden Fall die Waffe. Du hängst am Trinkerpäckle fest, gell? Komm mal her, ich überrasche ihn auf der anderen Seite. Wir müssen schon sauber machen, sonst haben wir die auch noch im Kampf, ne? Joshler. Jetzt hat er gerade Ei gelegt. Und natürlich kommt der Kollege hier auch mit. Wäre ja zu einfach. Aber wir lassen mal den Käfer drauf knallen. Du alter Steinschmeißer. Ey, wenn wir noch ein paar von den Lederpuppen finden würden, hätten wir eventuell die Chance, uns nochmal ein T3-Essen zu machen für den letzten Mixer. Ich weiß halt nicht, wie heftig der wird, ne? Im Moment habe ich sogar die Heilung rausgeschmissen, dass ich Platz im Inventar habe. Hinsichtlich dieses Kampfes nicht die beste Idee. Aber ich habe Läuse noch einstecken. Gerade so noch. Ne, die Läuse habe ich auch rausgeräumt, da bin ich halt einfach super. Da bin ich halt einfach super, wenn ich sowas mache. Ist hier zufällig eine Laus? Irgendwas sollte ich schon futtern. Wir müssen jetzt erstmal hier alles freikämpfen. War schon eine gute Entscheidung, nicht gleich alles hier auf die Karte zu setzen, dass es heute noch klappt. Also heute in der Folge ja, aber nicht am heutigen Ingame-Tag, ne? Wir gehen mal weiter vor. Ich bräuchte eigentlich eine Laus. Wenn sich da jetzt noch irgendwas blöd bewegt, bin ich schon wieder fällig. Ja, ich nehme mal den Tropfen. Der wird zwar nicht heilen, aber... Vielleicht ist ja die eine Laus nochmal, die ist abkaut, ne? Wäre ich auch, wäre ich auch. Da wäre ich auch abkauen. Keine Ahnung, wo die mehr war. Wahrscheinlich war die weiter vorne. Komm, wir laufen weiter. Hier gibt es auch noch was zu entdecken in der Hecke, glaube ich. Also hier in diesem Efeu, in dieser Ranke. So, pass auf. Wo war denn diese vergammelte Spinne? Die war weiter drüben, ne? Ja, aber du, das sieht ja erstmal gar nicht schlecht aus hier, ne? Wenn ich da hinten... Ich weiß nicht, ob sie da durchkommen, aber da kann ja schon mal nichts Großes durchkommen hier, ne?
Aber ich würde mich einfach schon mal wohler fühlen, wenn ich da dicht mache. Das verschafft uns auf jeden Fall Zeit, falls von da auch was kommt. Ich würde sagen, wir fangen da jetzt einfach mal großzügig an. Wir haben nämlich sehr viele Pilzziegel. Also hier würde ich auf jeden Fall zumachen. Könnt mir vorstellen, dass wir hier schon mal so doppelt zumachen. Das verschafft uns Zeit. Dann haben wir hier eine natürliche Wand. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wirklich Moskitos kommen von da drüben. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß. Wir hatten schon mal einen Flugangriff. Dann sollte ich da schön dicht machen, ne? Ich mach das, ich baue den einfach ein. Dafür habe ich doch, guck mal, ich habe 381 Ziegel dabei. Oder was meinst du? Nee, ich wollte eigentlich das wegmachen, Diggerle. Ich habe mir gedacht, das machen wir heute so zusammen. Wir bauen den gemeinsam ein. Nö, den hättest du so weit nicht. Dann gehen wir rüber, pennen. Wenn wir uns noch ein Barfoot machen können, ist gut. Wenn nicht, probieren wir es ohne. Wenn es mal eingemauert ist, ist schon mal alles da, was wir bauen. Ja, okay, pass mal auf. Wir machen auf jeden Fall, würde ich sagen, wir sollten nicht an Mats sparen. Kriege ich hier keinen rein? Okay, das würde ich so auf jeden Fall machen. Ich würde sogar hier. Ah, hier darf ich nicht. Aber ich habe halt bitter gelernt, dass genau das hier dir richtig viel Zeit verschaffen kann. Machen wir den. Okay, hier hänge ich fest am Fuße von dem Ding. Hier auch offensichtlich, ne? Gut, das ist aber egal. Da hinten hätte ich dann auf jeden Fall eine schöne Absperrung. Und dann würde ich auch, ich würde sogar hergehen, würde sagen, nee, wir machen hier auch nochmal eine richtige Wand hin. Das ist der schwerste, also gehe ich davon aus, dass das am meisten bollert hier. Ich muss nur gucken, dass ich das nachher irgendwie auf gleich kriege. Jetzt haben wir im Prinzip eine Zweierabsperrung. Ich hoffe, dass ich das auch alles aufgebaut kriege, wie ich das will. So, und wie machen wir es denn, wenn jetzt der Flugangriff ist? Dann müsste ich A erstmal, ich müsste hochkommen. Ich müsste also auf jeden Fall leicht hochkommen, finde ich. Ah, der sitzt aber blöd. Warte mal geschwind. Ich mache das jetzt einfach so, weil ich dadurch ein gutes Gefühl habe bei der ganzen Geschichte. Aber die doppelte Wand hier, die muss auf jeden Fall rein. Ey, manchmal sinkt es dann rein und dann doch wieder nicht. Nee, gönn dir das. So, lass mich gucken. Hier habe ich eine doppelte. Hier habe ich eine doppelte und hier. Ich überlege gerade, ob man nicht eine dreifache angehen sollten. Ich meine, ich brauche ja zum Beispiel. Weißt du, was wir jetzt mal machen? Jetzt bauen wir mal den da schön auf. Wir machen außen nochmal so eine Art kleine Wall, wo sie einfach mal drauf gehen, weißt du, die hopfen ja da nicht drüber zwingend. Wir machen diese Lage hier auf jeden Fall, das ist ganz klar. Jetzt ist die Frage, solange ich es so lasse, jetzt mache ich das mal, mache ich das schon mal klar hier. Kann sein, dass es auch gleich dunkel wird, ne, irgendwie gefühlt. So, Leute. Ja, wir wollen ja auf jeden Fall heute noch ins Labor, weil ich mach dann einfach die Folge länger, weißt du. Das haben wir uns jetzt heute dann rausgeschafft, wenn das klappt. Ich bin gespannt. Und jetzt haben wir ungefähr dann wahrscheinlich so ein kleines Vorempfinden fürs Endevent, was da noch auf uns zukommt, ne? So, die Ruine baue ich jetzt mal auf. Ich habe jetzt keine Stachelfallen dabei. Ich habe jetzt keine Sprengbomben oder sowas dabei. Weil, wenn die wegmachen, die Stachelfallen, dann haben wir das komplette Material gefarmt und dann muss ich es nochmal ranholen, ne? Das wollte ich mir jetzt doch ersparen tatsächlich, diese Farmrunde. So. Du hast ja auch beim letzten Mal wunderschön eigentlich gesehen, wo ich Schwachstellen hatte und wie die Schwachstellen genutzt werden hier. Hier würde ich eine Dreierlage reinziehen noch. Wir haben ja das Glück, dass diese Rückwand hier natürliche Rückwand ist. Also da haben wir auf jeden Fall einen gewissen Schutz. So. Die würde ich auf jeden Fall uns gönnen, die Dreier. Und dann haben wir hier entsprechend auch nochmal eine Dreier. Natürlich weiß ich jetzt noch nicht wegen der Höhe. Ich hoffe, meine Mats langen für dieses Geschichtle hier. Also ja, die wollte ich auch noch. Die baue ich schon mal auf jeden Fall auf, ne? Warte mal, komme ich da noch durch? Ja. Habe ich
einfach nicht weiß, was da hinten durchkommt. Hier ist es erstmal dicht für einen Moment. Ja, es kann sein, dass es mit den Ziegeln ein bisschen knapp wird oben rum. Jetzt habe ich nämlich schon die Hälfte verballert. Aber da siehst du mal, welchen Respekt ich vor diesen Mixern bekommen habe. Sonst würde ich das nicht so anlegen. Jetzt pass mal auf, wenn das Bodentiere sind, bräuchte ich doch jetzt theoretisch nicht obenrum auch noch so einen Haufen Eck machen, ne? Wir müssen gucken, falls wirklich Tigermoskitos kommen, dann muss ich schauen, dass ich obenrum die Aggro von denen gleich ziehe. Ja doch, ich kann schon noch ein paar bauen, pass mal auf. Jetzt würde ich eher aber sagen, dass wir den Mixer nicht komplett überdachen, sondern... Sagen wir mal, erstmal nur hier. Ich muss eh erstmal gucken, dass ich mir jetzt hier den Weg nicht versperre, sonst muss ich es wieder abreißen. Ne? So, Leute. Vielleicht reicht es, wenn wir da drin eine kleine Wand machen. Wenn ein Nashornkäfer kommt, haben wir eh die Kappe auf. Weil bis ich den tot habe, können alle anderen Tiere erstmal einen Haufen Damage machen. Ne? So. Jetzt pass auf, jetzt geht es nämlich los. Wir haben natürlich Seile mitgenommen, aber keine... Hier komme ich jetzt noch nicht hin mit dem Dach, ne? Ne. Die Frage ist, reicht eine halbe? Ne. Also muss ich nochmal eine komplette rannehmen. Und dann ist der aber nur einzeln geschützt im Moment, ne? So, jetzt pass auf. Jetzt muss ich hier normalerweise... Da wäre es fast gescheiter gewesen, wir hätten die schweren genommen, ne? Guck, das ist ein komplettes eigenes Bauprojekt jetzt hier, ne? Also das müssen wir auf jeden Fall machen. Mache ich jetzt einfach mal. Kann sein, dass ich unten nochmal die Pilzziegel rausholen muss, die gerade im Ofen sind. Und weißt du, was ich halt bei der Gelegenheit auch gerade merke? Fürs End-Event haben wir noch tatsächlich zu wenig Baumaterial, ne? Da muss ich auf jeden Fall die Maschinen nochmal ein bisschen laufen lassen. So, das haben wir jetzt. Pass auf, dann würde ich mir hier eine kleine gönnen. Wenn ich das jetzt hier schon an Mats brauche, ne? Dann mache ich mir hier noch eine große hin. Kann sein, dass ich die nachher dann abbaue. So, jetzt kann ich hier auf jeden Fall das erste Dach reinschrauben. Was brauche ich da? 4 Stängel pro Teil. 8, 12. Ja, das machen wir jetzt zur Not über Nacht. Ich habe ja die Fackel dabei, aber habe ich hier auch Stängel? Bestimmt drüben, ne? Weil da sehe ich gerade keine. Gib mir mal die Fackel bitte. Jetzt müssen wir Stängel holen. Ich habe auch keinen. Vielleicht baue ich es dann morgen früh fertig und gehe kurz heim und penne. Weil ich sehe hier nämlich gerade absolut nicht einen Stängel, den ich haben könnte. So, also nochmal für uns. Sie müssen dann hierher die wegschlagen, die nächste wegschlagen und dann kommen sie erst an den eigentlichen Turm. Und das sieht tatsächlich auch aus wie ein Turm. Jetzt mache ich hier mal kurz auf tatsächlich nochmal. Gott sei Dank kriegst du die Mats wieder. Das ist immer total schlimm, finde ich, wenn du in einem Spiel ein Bauelement abreißt und wieder neu hinsetzt und du kriegst nicht alle Mats. Eine Pusteblume sehe ich da vorne. Weißt du, was ich mache? Ich gehe heim pennen, es ist eh dunkel. Und dann gehe ich schon mit unserem Trageequip hier rüber und trage schon ein Lager mit Stängel und 20 Stängel zusätzlich. Dann kann ich auch die Pilze nochmal mitnehmen. Dann würde das im Moment so weitergehen. Ich würde... Kriege ich hier nicht noch eins rein? Ich würde mich einfach wohler fühlen, wenn ich hier nur eins drin hätte. Nee. Gut, hier darf ich dann eins reinmachen. Und hier unten mache ich dann eine halbes rein, oder? Geht auch nicht. Gut. Dann machen wir hier später dann ordentlich zu, wenn wir gehen. Also nicht, wenn wir gehen, sondern... So würde ich das einfach mal machen. Und dann würde ich allerdings hier das Problem schieben. Kriege ich da ein Dreieck im Boden rein? Jo. Das snappt aber nicht so ganz, wie es will, gell? Aber doch, wenn ich da voll... Doch, guck mal. Wir kriegen das schön zu. Ich bin mal gespannt, wie viel Mats wir am Ende noch übrig haben. Das würden wir hinkriegen. Also, dann brauchen wir jetzt unser Trageequip. Und ich nehme ein Lager und einmal die 20 Stängel, wenn ich mein volles Trageequip habe. Achso, wie komme ich denn dann hier rüber? Die Brücke ist ja abgebrochen. Nee, das müssen wir hier holen, das Zeug. Ich muss es hier farmen. Ist aber kein Problem. Ich nehme dann einfach ein Lager mit und dann farmen wir uns hier irgendwo Stängel. So, dann mache ich das hier so zu. Bam, bam, bam. Dann sollte hier normalerweise eine richtig schöne Defense sein für Bodentiere. Und da oben überlege ich gerade, ob wir... Warte mal, wir probieren uns das mal kurz
Probieren das mal kurz aus. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir rumstehen. Aber trotzdem, ich habe gesehen, was sie imstande sind zu tun. Oh, das haben wir gedacht. So, ich will jetzt halt hier nicht noch mit Leitern oder so schaffen. Da brauche ich wieder Mats, die ich nicht habe. Warte, ich muss auf den, dann hier auf den und dann hier. So. Und jetzt wäre die Idee, dass ich einfach für den Fall, dass da Moskitos kommen, hier eine Verstärkung hinmache und dann einfach nochmal die Zeit. Ja, das geht. Dann hätte ich einen doppelten Stängeldings da oben. Und dann habe ich es doch eingebunkert, oder? Wenn die Turrets mehr Schaden machen würden, hätte ich jetzt auch noch Turrets aufgestellt. Okay, pass auf, wir laufen gemeinsam zurück. Gucken natürlich gleich mal links, rechts, wie unsere Chancen sind, hier an Stängel zu kommen. Pilzsiegel haben wir zwar noch, aber es ist tatsächlich jetzt schon. Ist das hier was, was ich abbauen kann? Nee. Fahren ging auch nicht. Ja, dann müssen wir vorne Stängel holen. Ich nehme es Tragegriff, ganz einfach. Pass auf, wir machen Folgendes. Ich hole euch gleich daheim ab. Dann frühstücken wir, nehmen unsere Klamotten und dann machen wir uns auf den Weg. Was brauchen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen nur den Puppenhut mit und Trinkets. Und dann bauen wir das Ding fertig und dann starten wir das Event und gucken mal, wie weit wir kommen. Wir richten alles, bevor wir ins Bett gehen. Das habe ich früher mit meinem Vater auch immer so gemacht, wenn wir einen Angelausflug gemacht haben. War abends schon alles gerichtet, dass wir morgens früh gleich los konnten. Was brauchen wir? Den Puppenhut, das Trinket zum Tragen und ein Lager möchte ich gerne mit rübernehmen. Das Problem ist, das Lager darüber zu kriegen, ne? Weil ich glaube, wenn ich das Lager auswähle, kann ich die Seilbahn nicht aussehen. Dann muss es ohne Lager gehen. Das heißt, wir machen maximale Tragekraft. Ja, dann laufe ich halt zweimal. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass das kein Problem ist. Puppenhütle mit. Und wir brauchen den Ausweis hier. War das der da? Schleppkapazität. Tempo geht runter. Ich nehme schon mal das hier noch mit. So, pass auf. Wo ist denn die Kiste? Wo ich das? Hier ist es. Ja, also für den Fall, dass da eine Wanze kommt, habe ich auf jeden Fall die Gasmaske dabei, wenn wir rübergehen. Jetzt gönne ich mir eine Laus. Dass ich da einige, ich nehme die schon mal rüber. Weil die werden wahrscheinlich jetzt eh gleich, wenn ich penne, weg sein. Komm her, penne. So, 6 Uhr. Die zwei Sachen haben wir. Dann gehen wir rüber, suchen uns da die Materialien, dann bauen wir das Ding auf und dann schauen wir mal. Ich traue ja nicht. Ich traue ja nicht. Nach den letzten Supermixern ist klar, dass es nicht ganz so ohne ist. Guck mal, die hebt sogar noch. Okay, das war die Geschichte. Ich nehme das schon mal mit, weil ich nicht weiß, ob wir nochmal rübergehen. Das nehme ich auch mit. Die Dinger haben wir, die Dinger haben wir. Alles klar. Alles klar, Limonade. Und natürlich bräuchte man eigentlich mehr Läuse, haben wir aber jetzt gerade nicht. So, Leute. Gehen wir wieder rüber. Aber dieses Mal mit einer Auswahl an Stängeln. Guck mal, wie cool das ist, wenn die heimfliegen, die Glühwürmchen hier oben. Es war eine erfolgreiche Nacht. Wir haben jede Menge kleine Läuse gefäschpert. Da hinten habe ich mal einen Schwarm gesehen mit 5 Stück, die heimgeflogen sind. Ich habe immer wieder mal geguckt, ob ich das nochmal einfangen kann. Das war bei, was ich, irgendwas habe ich da gefarmt, glaube ich, für uns. Ich achte immer drauf. Ja, warum ist denn diese Brücke kaputt? Warum ist denn die Mutterspinne da vorne? Weil wir es können. So, Nördle. Passen Sie mal auf. Ziehen Sie schon mal Ihr Puppenhütchen an. Beziehungsweise ich muss erst mal gucken, wo ich jetzt mal den Löwenzahn hier. Da laufe ich ja 100 Jahre, bis ich da drüben bin. Da ist wieder der Käfer. Schalalala, la, schananana. So nah wie möglich ran und so weit wie möglich weg. Nee, oder? Komm, geh weg. Achso, ja, ich vergaß, du brauchst eine spezielle Behandlung. Gut, weiter geht's. Vielleicht sollte ich aber nicht so wählerisch sein und schon mal mitnehmen, was ich kann, oder? Ich guck mal kurz. Hier wäre zumindest schon mal die Puse. Ja, ich nehme doch am besten schon mal mit, was ich kann, oder? Problem ist immer, dass du deine Sachen ausziehen musst dann. Machen wir erstmal nur den Puppenhut weg. Was? Das ist nicht ganz so geil. Tu mir mal einen Gefallen und spar dir mal ein bisschen die Fackel. Ich weiß nicht, warum man in letzter Zeit immer die Fackel. Ne, du musst schon da rein.
Ich weiß, Alterle, da haben wir schon bessere Farmstelle gefunden, aber da war ich ja. So jetzt. Guck mal, wo es hängt. Ziehst du mal rein, weißt du was? Da gehe ich lieber weiter. Da finde ich noch was Besseres wie das. Oh oh. Mein Futter. Tja, Baby. Du hast Glück, ich habe meinen Zauberstab nicht griffbereit gehabt. Sonst wäre es schon längst um dich geschehen gewesen. Hey, Fid. Das wird nix, Digga. Boah, Alter, fliegt der weit? Das habe ich noch gar nicht so richtig geschnallert. Komm, wir gehen erstmal weiter. Das ist wahrscheinlich Absicht, dass man da nochmal so ein Riesending auf sich nehmen muss. Hier ist doch nicht ein Stängel, ne? Nee, das bringt nichts, wenn ich da hinterher laufe. Was war die maximale Kapazität von Stängeln? So wie ich jetzt ausgerüstet bin, 20. Und wie viel haben wir hier? Nerd. Ich glaube, er sagt, er will ohne probieren. 16 Stück kannst du noch, aber zieh mal das Trinket aus, bis wir es brauchen. Ja, ich muss hier gucken. Da hinten gibt es kein Stängel. Ich habe zumindest keine gesehen. Ist das so eine stängelarme Gegend hier? Stängel frei, frei, frei. Ja, das sollt ihr sein. Schalali, schalalum. Ich brauche noch ein paar Stängelein. Stängelein. Alter, hier, das ist doch, was ich gesucht habe. Das ist beim Nashornkäfer wahrscheinlich, oder? Ist mir jetzt egal. So, mein Freund. Das war jetzt ein kleiner. Haut's mich um. Nicht die Samen einsammeln. Wenn du nicht vorhast. Aber hier ist aber noch mehr Zeug. Das hole ich mir jetzt alles. Ich will das nur eben rauslegen hier. Ja, das ist jetzt, dass so ein Krampf wird mit den Stängeln, habe ich nicht gedacht. Aber ich mache da oben zu. Ich traue denen nicht. So. 4 hast du vorne, 4 sind hier. Sind wir schon bei 8. Das heißt, du kannst noch 12 weitere. Wieso bist du denn jetzt auf diese Wurzel hier gesprungen? Hier ist Löwenzahn. Und wo ist der? Wo ist denn der Löwenzahnstiel, Leute? Muss doch auch hier irgendwo sein, oder? Hier, glaube ich. Ist jetzt, jetzt liegen sie oben. Ist irgendwie keine gute Stängelgegend für mich. Wahrscheinlich steht irgendwo links oder rechts von mir ein Haufen Zeug. Guck mal, das waren aber schon mal 6 Stück, ne? Das lobe ich mir. Weißt du was, jetzt bringen wir mal die vor und dann mache ich nochmal eine Runde. Wir können nämlich jetzt hier links gleich gucken, ob noch irgendwo eine Stelle ist. Dass wir mal was hingeschleift haben, sonst wird es wahrscheinlich nichts. Ich überlege sogar gerade, ob wir das Ameisenlabor morgen erst aufmachen. Aber das ist wieder so ein Cliffhanger dann, ne? Auf der anderen Seite, es wäre dann das erste Mal seit langem, dass wir einen doppelten Cliffhanger hatten für die gleiche Stelle. Weil wir waren schon mal dort und haben reingeschaut. Sag mal, da hinten könnte doch ein Stängel sein, oder? Bei den Fliegen. Die Pflanze geht nicht, die Tulpe wohl auch nicht, oder was das ist. Oder ist es eine Narzisse? Aber ich glaube, eine Tulpe sieht an, obwohl vielleicht. Da ist auch nichts. Ich gehe nochmal hinten durch gleich. Weißt du, wo die Wanze war? Irgendwo finden wir schon noch was. Ah, nö, oder? Bevor ich es in der Gegend rumschmeiß. Kugelkäferlarve, Leute, die goldene. Die Belohnung vom Spiel, weil ich hier so sorgfältig alles abgelegt habe gerade, oder? Oh, schön. Wir haben wieder eine goldene bekommen. Yay, Baby. Ist das etwa ein gutes Zeichen? Na, da drüben hat es noch mehr Löwenzahn. Dann gehen wir die holen. Oh, schön. Jetzt muss ich nachher mal reingucken. Wir haben jetzt echt schon ein paar goldene bekommen. Jetzt habe ich gerade Stringert an, deswegen sind wir ein bisschen langsam. Es wäre doch cool, wenn ich ein Schnittprogramm hätte, oder? Allein wenn ich es hochrechne, reicht es nicht, was ich jetzt hier anschleife gerade. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Fuhre holen. Und vor allem hoffen, dass ich jetzt hier irgendwie... Ich kann es ja dann nachher nochmal nachdenken. Ich mache jetzt hier erstmal X. So, jetzt kann ich hier schon mal draufstellen.
Also, wir brauchen jetzt hier unten noch zwei. Oben brauchen wir 4, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 22 Stück brauchen wir noch. Also muss ich noch zweimal laufen. Oder vorne hat es einen Pinienzapfen, den bräuchte man aber eigentlich auch noch. Warum ist hier kein Feind gerade? Den kann man natürlich nicht liegen lassen, den brauchen wir fürs Endevent. Und da ist auch nochmal eine Spinne. Ja, aber es ist eine. Und guck mal, hier hat es auch nochmal Marmor und Zeugs. Schon mal geschwind wieder eine Ecke gefunden, wo man noch ein bisschen was anstellen könnte mit Farmen, ne? Ja, nehme ich mit. Schmusis haben wir 13 Stück, 8 Heilungen. Zur Not holen wir sich noch ein paar Läuse ran. Ja, auf dich habe ich jetzt keinen Bock. Außerdem steht ja da auch nichts, was ich brauche. Ich mache jetzt mal eben die Spinne hier weg. Ja, da hinten hat's Pustet hat es Pustet. Ja, ja, hallo. Schon lange her. Denk dran, dass du den Pup Mut auf hast, ne? Sowas kann einen entscheidenden Unterschied machen. Hier. Also ich finde immer noch, dass der Barbar-Perk, wenn der brockt. Jetzt sehr viele Spinnen. Und nochmal so ein Käfer. Boah, ich habe einfach nur Bock, jetzt ein paar Stängel zu holen und überall sind Feinde. Ja gut, das hilft ja nichts. Da vorne sind sie und da ist der. Mache ich den Nashornkäfer jetzt auch noch weg. Du, es kann echt sein, dass wir es morgen erst mit dem Labor. Da ist die grüne Wanze. Weißt du was? Wir machen das tatsächlich morgen in der Folge. Ist jetzt kein beabsichtigter Cliffhanger, aber ich merke schon, wie ich innerlich unruhig werde. Weißt du? Ich mach's lieber richtig und wir gönnen uns das dann morgen gemütlich mit dem Labor. Huch. Ja, so machen wir das. Ich wollte das jetzt aber auch nicht irgendwie selber aufbauen und sagen, guck mal, was ich gemacht habe. Ich wollte das schon gemeinsam mit euch machen. Ist ja das Finale von dem Mixer. Ne? Es wird nie wieder die Zeit kommen, an der ich die Mixer das erste Mal erlebe. Von daher, wir bauen es heute auf und morgen werden wir sehen, ob es läuft. Dann können wir uns nämlich jetzt ein bisschen mehr Zeit lassen für den Aufbau. Und vielleicht noch ein paar Puppenleder holen, dann kriege ich auch noch ein gutes Essen für morgen gefarmt. So habe ich es jetzt gerade entschieden, so machen wir es. Alles andere wäre nicht ich, weißt du? Hier zum Beispiel, das kann ich dann alles noch reparieren in aller Ruhe. Dann passt das, dann machen wir das so. Ich brauche meine... Ich kann ja mit der hier mittlerweile, ne? Das vergesse ich immer. Aber den Kolben habe ich eigentlich ganz gerne hier in der Hand. Ach, eigentlich habe ich die ganzen Sachen gern. Jetzt pass auf. Bin mal gespannt, ob sie uns nicht gleich angreift. Aber die Gasmaske habe ich dabei, so mache ich die jetzt auch noch weg. Wir brauchen ja eh die goldene, ne? Ach, guck mal, hier jetzt ein Haufen Dinger. Digga, ich hab schon die goldene von euch. Hast nicht lieber vor, mich in Ruhe zu lassen? Ich loot dich trotzdem, hast du auch wieder recht. So, wie viel haben wir jetzt hier bekommen? Nicht so die Menge, ne? Ah doch, da unten liegt die ganzen. Leg mich aber Arsch. Guck mal, da haben wir die 20. Die nehme ich jetzt alle mit, dann baue ich noch ein kleines Dächle. Wer ist das? Das ist die Wanze, glaube ich, die grüne. Ich renne mal weiter. Das Trinket kann ich jetzt nicht wechseln. Ich laufe. Es knackst hinter mir. Ich gucke nicht rum. Wenn du es nicht siehst, passiert da nichts normal. Hat er heute mehr Ausdauer als sonst? So, Digga, wie willst du jetzt hier hinterherkommen? Hat er schon umgedreht, alles klar. Also... Die Fans, Mans. Eins zurück. Ja, komm. Dieses Reingepresse jetzt, das brauchen wir jetzt. Jetzt brauchen wir es auch nicht mehr anfangen. So habe ich mir das vorgestört. Jetzt pass auf. Den mache ich mal ganz kurz weg. Dann haue ich das Mäuerchen hier hin. Das gibt die doppelte Decke, weil Schnako Marco. So. Ich nehme jetzt an, dass ich hier oben. Aber ich mache das einfach. Ich weiß ja nicht. Wenn ich genug habe, verbaue ich sie. Fertig. Es war halt tatsächlich bei beiden letzten Supermixern so, dass es arschknapp war. Aus dem Grund.
Da habe ich dann auch ein bisschen die Ruhe weg, wenn wir das so machen, denke ich mal. Okay, jetzt brauche ich nur noch hier unten für mein Dreieck spitzen. Ja, was ich jetzt halt nicht habe, ist ein Aufgang. Und jetzt pass auf, wenn wir uns jetzt schon mehr Zeit rausgeschafft haben. Weil wenn die Schnargos da angreifen, dann wäre es für mich schon cool. Also was ganz wichtig ist, wenn ich oben drauf bin und ich fliege hier rein. Und ich kenne mich. Komme ich hier in... Ja, ich komme auf jeden Fall hier raus. Das passt. So, und wenn ich jetzt hier eine Treppe hinbaue, ist die wahrscheinlich ruckzuck weggemacht von denen. Ich würde sagen, ich guck mal ganz kurz, ob ich mir... Ich habe eine Idee. So haben wir es im Dings drüben gemacht. Da brauche ich ja nur Gras, ne? Wenn ich mir... Das geht nicht, oder was? Das haben wir drüben auch gehabt, das Problem. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, was mir jetzt gerade im Moment bewusst wird, als ich, wo ich mir hier die Mühe mache, dass du das nur einmal machst, ne? Also wenn ich das jetzt hier stehen lassen wollte, weil ich ab und zu beim Mixer was farmen will, kannst du es vergessen. Die setze ich zum Schluss rein. Ja, ich muss noch überlegen, wie ich hochkomme, ne? Das ist jetzt noch offen und die Stängel holen wir noch gemeinsam. Ja, es ist eine halbe, wir sind ja schon beim Folgen. Bei der Folge, wie wir sie eigentlich immer haben, die Länge. Und dass du hier Hochkopf kriegst, das habe ich nicht gedacht. So, zwei Stängel, die kriegen wir vorne, dann ist das hier zu. Hier starte ich ihn dann mache ich die Mauer zu. Wenn natürlich große Tiere kommen, kann es sein, dass sie hier Probleme haben, ne? Ich würde es schon gern... Ja, die kannst du so mit hinmachen. Die ist zwar nicht auf dem Boden verankert, aber das juckt mir eigentlich nicht. Und dann müsste ich da eigentlich mit sechs Stängel wären wir am Ende dieses Spiels. So. Ja, und den mache ich dann zum Schluss zu. Gehe ich dann irgendwie da rein, wenn ich das noch kann. Starte den, mache das zu, dann gehe ich hier raus. Jetzt brauchen wir halt noch einen Weg nach da oben. Fertig. Hilft jetzt alles nichts. Ich gehe davon aus, wenn ich die Aggro von denen ziehe, und die kommen mit Sicherheit da drüben rüber geflogen. Warte mal ab. Ich muss halt jetzt noch da hoch und dann ist es okay. Ich hätte jetzt gerne hier was gehabt, in der Hoffnung, die bleibt dann länger stehen, die Geschichte. Ich mache es hier. Und zwar mache ich es aus Pilzziegel. Ja. Pass auf, ich zeig's dir. Ich mache mit dem Mäuer, hätte ich es machen müssen. Ich komme ja jederzeit hier so auf so einen Ziegel drauf und von hier dann hier drauf. Und damit ich da später Laufwege habe... Es muss man übrigens an der Stelle, man muss sich nicht so einen Stress machen. Ich mache das jetzt aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil es der letzte Mixer ist und ich es ein bisschen zelebriere. Und weil es für mich eine kleine Vorübung ist für die Defense, die wir brauchen oben am End-Event. Ne? Dass ich einfach schon mal so ein bisschen drin bin im Thema. So. Ja, weil hier käme ich ja jetzt jederzeit hin. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier einfach so ein paar Mauerstückchen rausmache, habe ich verschiedene Möglichkeiten... später da hoch zu hopfen. Wir müssen mit Sicherheit hoch. Hier ein paar Gräser. Da würde ich da vorne nochmal eins hinbauen. Das halt einfach verschiedene Fronten. So, dann kann ich von hier und dann von hier nach da und dann würde ich mir da nochmal einen Aufgang bauen. Und einer von zwei wird ja mit Sicherheit bestehen bleiben, oder? Außerdem kriege ich ja die Ziegel wieder. So. Und die Hoffnung ist... Hier käme ich jetzt schon mal hoch, das ist gut. Es wird wahrscheinlich etwas hektisch werden im Kampf, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Wir gleichen das aus. Ihr kennt uns doch. Der Nerd-Alterle, der holt mich doch aus allen Nummern immer irgendwie raus wieder. So. Da würde ich dann auch noch eins hinmachen. Okay, ich bin soweit. Hol da noch kurz die Stängel mit mir. 2, 4, 6, 8 Gras. Die kriege ich wahrscheinlich hier um die Ecke gleich. Ja, oder? Dann haben wir jetzt auf jeden Fall da ein richtig schönes Bungerle hingestellt. Und dann fahren wir noch zweimal die Stängel. Wie viel Gras sind das? 5? Was ist denn das hier für billiges Gras? Da oben im Obergarten?
Hat es keinen Dünger gekriegt damals? So, Leute. Ich lieb's schon. Hier müssen wir auch noch zumachen dann, ne? Ich lieb's schon, unser kleines, verrücktes Bungerle hier. Wenn du überlegst, dass wir zu den ersten Mixern einfach mal so schön hingelaufen sind. So, ich hoffe, ich komme hier auch wieder raus dann. Ja, tatsächlich. Ist eine wackelige Angelegenheit, aber man kommt raus und man kommt wieder rein. So, hier habe ich es hauptsächlich gemacht, weil ich kenne mich. Ich stürze da mal geschwind von oben runter, ne? So, komm, noch einmal Gras und zwei Stängel, dann machen wir da vorne das Ding zu. Und Judis. Die hacke ich schon mal, die brauchen wir gleich. Schön. Schön, dass wir beschlossen haben gemeinsam, dass wir morgen den Mixer machen. Ich habe das jetzt aus einem Grund hauptsächlich auf morgen geschoben. Ich bin überzeugt davon, dass wir zweimal starten müssen, ne? Und so ein Mixer läuft ja auch ein bisschen. Wollen wir die wegmachen, dass die morgen schon mal uns in Ruhe lässt? Wie war denn eigentlich die... Wie war denn die grüne Wanze? Hm, wo ist denn die? Die war ja hier bei Aggressiven auf jeden Fall. Da haben wir ja auch keine Dinge. Ich muss die gerade mal rausholen. Die Mama ist noch weg, sonst finde ich keinen Frieden morgen. Ich weiß, hier ist sie. Stechen und frisch. Stechen und frisch? Haben wir die damit machst, weiß ich gar nicht. So, pass auf. Ich ziehe unsere Maßgaske an. Meine Rüstung muss ich reparieren. Nur für den Fall, dass ich sie jetzt pull, ne? Wie viel Stängel brauche ich noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich würde sagen, alle, die jetzt gerade hier liegen, oder? Oh, nö. Wie schnell du deine Stängel los bist, wenn du die falschen Freunde hast. So, was wir vorne haben, haben wir vorne. Nehmen die alle mit. Ich muss nur Platz lassen. Für Gras. Achso, ich habe ja noch Stringet. Meine Lieben, ich hatte heute eigentlich geplant, das Thema mit den Supermixern inklusive Labor. Aber ich glaube, so fahren wir besser. Wird halt die Staffel um eine Folge länger, oder? Irgendwie ist es bei mir nämlich ähnlich wie bei einigen, die jetzt in den Kommis geschrieben haben. Oh, irgendwie haben wir schon ganz viel gemacht. Das muss ja alles mal irgendwann enden. Jo, mir geht's ähnlich. Man will gar nicht so richtig weg, ne? Deswegen hatte ich auch gesagt, ich lasse das Spiel installiert. Definitiv. Und dann bleibt es nicht bei diesem einen Release-Stream, den ich davor habe zu machen. Mit Sicherheit nicht. Ist einfach ein super Spiel. Ist einfach ein super Spiel. Ist für mich jedes Mal halt auch was Besonderes, wenn ich das dann mit Leuten genießen kann, die es genauso toll finden. So, ne, hier müssen wir dann noch dicht machen. Wir haben jetzt ein doppeltes Dach drauf, tatsächlich. Das Einzige, was wir nicht haben, ist eine doppelte... Warte mal schön. Haben wir obenrum auch doppelt? Ich glaube nicht, ne? Ne, obenrum haben wir nur eine einfache Wand. Das könnte eventuell unsere Schwachstelle sein. Dass die Schnagos diese einzelne Wand hier wegballern einfach, weißt du? Ich habe jetzt auch nicht mehr genug Ziegel. Und ich kann natürlich hier so eine kleine Verstärkung, kann ich uns schon noch erlauben. Ne, aber ob das viel bringt, wird halt einfach wegplatzen, wenn sie es wegschnalzen. Das sieht aus, wie wenn ich hier eine Burg nachbauen wollte und ich könnte es nicht. So, Leute, dann werden wir morgen das Ding einfach mal anschmeißen, würde ich sagen. Und gemeinsam erleben. Ob wir überhaupt eine Chance haben. Es kann natürlich auch jetzt in die andere Richtung gehen. Und wir gucken uns nachher an und sagen, okay, gut, dass wir so viel gebaut haben. Warum? So, guck mal, aber es sieht aus wie eine Ruine, ne? Würde ich am liebsten jetzt rübernehmen mit an die Brücke. So, ich bin gespannt. Also, dann gehe ich jetzt rüber mit dem Nerdy, penn nochmal, hole euch drüben ab und dann schreiten wir morgen gemeinsam rüber zur Arbeit und machen hier den Mixer. Ja, den machen wir morgen. Also wenn Bodentiere kommen, die müssen erstmal, also da haben wir auf jeden Fall viel, viel hier am Start, wo sie wegmachen müssen. Ich glaube, da fahren wir ganz gut. Mit Bodentieren fahren wir wahrscheinlich ganz gut. Und für den Fall der Fälle, dass Flugtiere kommen, können wir nur hoffen, dass es nicht zu viele sein werden. Und wenn Nashornkäfer kommt, was ich vermute, oder gar eine Wanze,
dann können wir halt auch immer noch ein Stoßgebet zum Himmel schicken. Das heißt aber auch, warte mal, abschließende Maßnahme. Wir werden morgen... Lass mal auf. Wir werden morgen wahrscheinlich... Also ich nehme an, dass Feuerameisen wieder im Spiel sind. Irgendwie waren die bei den letzten beiden Mixern, ne? Frisch. Frisch ist die Schwäche. Ich könnte mir vorstellen, dass die kommen. Frisch und Schlitzen. Frisch, Schlitzen und Hacken. Ich rechne so ein ganz kleines bisschen hier mit. Auch frisch. Die könnten kommen. Auch frisch. Schwarze Witwe wird nicht kommen. Eine Zecke. Möglich wäre es, aber ich glaube, dass wir mit frisch ganz gut fahren morgen. So, pass auf. Auf jeden Fall würde ich sagen, diese Waffengattung. Wir reparieren natürlich alles nochmal. Wo ist meine Lanze? Hier. So. Frisch, frisch, Schild zur Verteidigung. So. Für den Fall, dass die Zecken kommen, hätten wir ihmchen noch. Und ihmchen. Hier würde ich mir eine Laus reinpacken. Das wäre meine Rüstung für morgen. So würde ich reingehen. Alles repariert. Die Waffen. Hier noch eine Laus zum Heilen drauf und fertig. Ich hole euch morgen ab. Freue mich drauf. Bin sehr, sehr gespannt. Und ein kleines Sorry für den Cliffhanger. Aber jetzt, wenn ich auf die Uhrzeit gucke, weißt du? Aber ist doch recht so. Nehmen wir uns die Zeit. Warum sollten wir uns durchstressen? Ich freue mich auf morgen. Bin sehr gespannt, wie es läuft. Bis dann.